Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Im heutigen Video geht es darum, wir schauen wieder unsere alten Videos. Und zwar geht es heute um einen verlassenen Extra-Baumarkt. Nee, verlassener Extra-Markt. Einkaufsläden, so wie Rewe, Netto, Edeka oder sowas. Ich gucke immer mal nach oben. Ich habe hier oben noch einen Monitor hängen. Also nicht wundern, ich habe hier unten einen Monitor hängen und da ist meine Webcam. Da. Und ich würde sagen, wir legen jetzt los. Hochgeladen habe ich das Video am 23.02.2018. Wir machen es mal kurz. Und würde ich sagen, es geht nicht lang. Wir klicken das hier mal hier doppelt. Und wir schauen uns mal hier um, was wir hier alles so sehen. Und was ich gerade sehe, was mich total interessiert. Kennst du diese verspiegelten Dinger? Bleib mal draußen stehen. Das würde mich jetzt mal interessieren, ob das dann wirklich so ist. Ich sehe gerade ja. Ich bin der einzige Mensch, der wahrscheinlich um diese Zeit noch einen Schwibbogen da hinten stehen hat. Naja. Dass ich, ey, wahrhaftig. Ich sehe dich. Das ist schon geil. Stell dich mal hin, ich will dich mal sehen. Ja, das ist ja schon mal nicht schlecht. Ich mach mal das Licht aus. Wir sehen jetzt Christian und wenn ich jetzt hier rausgehe, ist das komplett verspiegelt. Das ist ja schon. Die Frage ist, woher kenne ich das? Ja, ich habe mal in diesem Ort gewohnt und dann ist es mir noch im Hinterkopf gewesen. Da war ja was, da war ja mal so ein alter Markt. Ich war da noch einkaufen und da sind wir mal hingefahren und dann war der wirklich verlassen. Und deshalb war das für mich auch ganz interessant. Wir schauen mal weiter. Was war denn da so interessant? Ich habe wieder mal nicht vorgeguckt, verdammt. Ich muss es eigentlich machen. Aber es ist trotzdem interessanter, wenn ich es mal nicht mache. Übrigens, ja, es kommen auch wieder Reaktionsvideos mit Christian. Wir müssen mal ein bisschen auf den Sack treten, dass wir das mal machen. Und das wird bald passieren. Cool. Also hier ist quasi das Büro, wo die drinnen saßen. Alter, ist das die neue? Nicht schlecht. Ja, und die ist die ganze Zeit an. Ich wundere mich, warum es warm wird am Arsch. So, also hier. Gefilmt mit der Canon Nikia Mini. Hier ist das Büro von dem Einkaufszentrum. Wir gehen mal davon aus, dass es ein verlassener Edeka ist. Also das wird ein Edeka sein. Zug wird nicht gestattet. Na gut, wir gehen mal hier durch. Und zwar haben wir hier noch ein paar Einkaufswagen liegen hier rum. Und durch die Einkaufswagen kriegen wir ja raus, was das ist. Was steht da? Disco oder was ist das? Extramarkt. Habe ich Disco gesagt? Es war ein Extra. Wir sind in einem verlassenen Extra. Das gibt. Haltet mich mal auf den Laufen. Gibt es Extramarkt eigentlich noch? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Disco gibt es noch. Aber ich glaube, den Extramarkt gibt es nicht mehr. Aber da bin ich mir nicht so sicher. Da müsste ich nachher mal googeln. Das würde mich mal interessieren. Ja, auch gar nicht mehr, oder? Hier haben wir das Personalklo, gehe ich mal von aus. So, das sind also die Räume, die man eigentlich nicht sieht, wenn man einkaufen geht. Hast du mich jetzt geschickt? Ich habe mich erschreckt. Extra. Gibt es nicht mehr, oder? Ich weiß es. Also ist dieser Extra schon lange, lange diese Toilette da. Wir haben sicherlich auch Leute gehaust. Hier ist die Küche. Wünsche in Größe und Farbe. Was ist das denn? Wünsche in Größe und Farbkorrektur im Handwerk gestellt. Das Beste, gerade genug, invente Planung. Keine Ahnung. Und ob dieser Markt jetzt noch verlassen ist, kann ich gar nicht sagen. Ich müsste mal hinfahren. Ist gar nicht so weit weg. Vielleicht sollte ich das mal tun. Ich sage eigentlich in jedem Video, ich sollte mal wieder dahin. Aber vielleicht sollte ich das mal wieder tun. Also nicht wundern, wenn ich nach oben gucke, hier oben hängt ein Monitor. Da sehe ich hier, sehe ich noch eine zweite Webcam, also das, was ich mache. Hier sehe ich meine Zeit und hier sehe ich meine Aufnahmen und hier unten gucke ich das Video. Ich denke mal, sind das die Lautsprecher-Spots und den Disco? Das ist ja cool. Boah, ey. Ich fasse auch alles an. Ist das ekelhaft, wenn ich diese Klamotten sehe und ich fasse die an. Ich weiß nicht, was ich mir damals gedacht habe. Heute bin ich da ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen anders. Ich gehe da ein bisschen mehr mit Vorsicht dran. Ich muss nicht immer alles andatschen. Das ist schon ein bisschen bäh. Nicht allein. Ekelhaft. Nein. Was ist ja nicht schlecht.
riesen TK, weil wir jetzt ganze Klamotten, die hier rumliegen, ne? 2011. Das sind 2011. Also, das ist 2010. 2010. Wenn er dann nochmal TÜV gekriegt hat, könnte das schon sein, gell? Ja, wir haben Klamotten braucht, sagt Bescheid, ich sag, wo sie ist, und dann können wir sie hier holen. So, geht's weiter. Man sieht ja immer nur, als beim Einkaufen immer nur die Halle, ne? Wo du einkaufst. Da steht ja Zutritt nur für Personal. Da hinten war bestimmt das Fleisch auch mal. Hier ist der Technikraum. Aber ihr seht auch hier, Vandalismus absolut hoch, absolut krass. Hauptschalter. Wir können ja mal gucken, ob wir eventuell den mal aufkriegen. Weil das ist ja ein riesen Schaltschrank. Steht da ein Baujahr. Warte mal hier. Elektro-TÜVs. Normalerweise sieht ihr auf dem Typenschild immer irgendwo ein Bauvorhaben. Quatsch, Bauvorhaben. Ah, jetzt brauche ich wieder einen Gedanken in der Arbeit. So, weiter. Hier ist das komische Büro. Was für ein komisches Büro, Christian? Hä? Das Büro, wo sie alle... Hier, guck mal, hier liegt ein schöner Handwagen, Christian. Das Büro, wo sie alle... Guck mal, hier liegt ein Handwagen, Christian. Alter. Das Büro, wo sie alle beobachten. Ja. Der quasi der Monitorraum oder was? Hier wurde rausgucken. Und die Kunden, hier sitzt der Chef und dann guckt er, was sie draus machen. Ah ja, also ist das hier das Chefbüro. Quasi. Weil hier kannst du gucken, hier kannst du auch da kannst du alles sehen. Hier ist die Macht quasi gewesen. Mal. Fernbedienung, Regenwasserpumpe, Pumpensteuerung, Tür. Was? Ja, Fernbedienung, Türschleier, dass die Schiebetüren aufgehen. Okay. Dann, hier steht ja auch. Nee, die wird nicht die Tür aufgehen, sondern das Leier aufgehen. Ja. Scheint die Alarmanlage zu sein, aber da kenne ich mich nicht mit aus, keine Ahnung, aber vielleicht sage ich es auch gleich, ich weiß nicht. Frostgefahr Betrieb, Frostgefahr Störung, die Fleischabteilung, gut, die ist, hier ist zu, oder? Nee, das ist offen und das ist der Kühlraum von der Fleischabteilung, ja, das ganze frische, oh, es riecht nach Fleisch hier drin, es riecht richtig noch hier drin, also irgendwas, ekelhaft. Ja, Fleisch. Hier riecht auch Fleisch. Aber was hier das mit der Handtasche zu tun hat, und überhaupt, ich könnte es nicht sagen. Boah, das ist ja wirklich, boah, hier war die Fleischabteilung. Was haben wir denn hier für ein Gerät liegen? Was ist denn das? Das würde mich mal interessieren. Ding ist. Jetzt denke ich, ich weiß nicht, was ich gleich erkläre, aber ich denke jetzt, dass das für die verschiedenen Monitore ist, dass man dann sagen kann, Monitor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter und so fort. Vermute ich mal ganz stark, dass es deshalb ist. Vielleicht erzähle ich das jetzt auch. Wie gesagt, ich habe das Video schon ewig nicht mehr geguckt, das ist schon ein paar Tage her. Wir schauen mal rein. Multimedia Unit Spot Record. Hier kannst du eine Karte reinschieben, Smartcard, DVB-D Digital Video Broadcasting. Für was man das braucht, weiß ich nicht. Wenn es einer weiß, bitte in die Kommentare schreiben. Ich glaube, es hat noch keiner gemacht. Also wenn ihr es wisst oder eine Ahnung habt, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Es würde mich wirklich mal brennend interessieren. Ich gehe nochmal drüber. Was das für ein Gerät ist. DVB-D, DVB, irgendwas. Stimmt für den. Das könnte sein, ja. Ja, wie gesagt, hier ist die Scheibe vom Chef, wo er geguckt hat. Ja? Du kannst ruhig ins Bild laufen. Was haben wir denn hier? Hier sehen wir eben noch die Bilder von der Fleischabteilung. Was für ein Fleisch, aber sieht man leider nicht. Aber definitiv eine Wurstabteilung. So, eine Wurstabteilung haben wir nämlich hier. Gell? Und hier gab es Käse. So ein Käse. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich war bestimmt hier mal einkaufen irgendwann. War ich auch. Definitiv war ich das. Ich war da einkaufen, das weiß ich jetzt. Es ist mir wieder bewusst geworden,
dass ich da früher mal mit meinem Fahrrad hingefahren bin und habe mir immer meine kleinen Wienerwürstchen geholt oder meine Frikadellen und dann habe ich mir die gebraten und gegessen und ein Ei drüber oder irgend sowas. Das sind wilde Zeiten gewesen. Lange ist her. Aber ich kann mich ja nicht mehr dran erinnern. Was ist das da oben? Feuermelder? Ist das ein Feuermelder oder Bewegungsmelder? Christian, Bewegungsmelder, was? Bewegungsmelder oder Feuermelder? Jetzt ist doch glatt die Lampe ausgestiegen. Was ist denn das jetzt für eine Scheiße? Steigt denn die einfach aus? Akku leer. Na prima. Na gut, ein bisschen muss er noch durchhalten. Rauchmelder. Kann das sein, dass hier mal, was war denn da drin? War da mal ein Beamer drin oder nee, was war denn das mal? Ja, oder es war einfach nur so ein Zeichen hier, Notausgang, was hell beleuchtet ist. So, wir machen einmal jetzt eine Drehung komplett. Die Deckenlampen, hier oben sind noch so Lautsprecher drin. Aber diese Zeichen hier kommen mir bekannt vor, diese Farben hier, das vom Extra, das sagt mir irgendwas. Irgendwie. Der Eingang, da, hier sind die Schiebetür. Und hier haben wir die Schaltzentrale. Wenn sie Feierabend gemacht haben, haben sie den Schlüssel eingesteckt und dann war's das. Cool. So, also wie gesagt, Büro. Mit Fenster zum Rausgucken. Spiegelfenster. Gehen wir nochmal ein Stück drin. Was haben wir hier? Eine Steckdoseleiste, da haben wir eigentlich nichts Besonderes. Hallo Frau Neubauer, wenn Sie uns jetzt zuschauen oder mir zuschauen, nicht böse sein, Sie haben mal einen Extramarkt gearbeitet, Ihr Name ist da. Mehr wird auch nicht gesagt. Schon witzig irgendwie, oder? So, meine Freunde, das war der verlaufende Extramarkt. Durch Zufall entdeckt beim Vorbeifahren, beziehungsweise, ne, was heißt durch Zufall entdeckt, alter Freund hat es gesagt, dass das hier so noch sein soll. Hingefahren, geguckt, offen. Ist nichts Schlimmes, da ist das Fenster kaputt und wir haben da ja nichts aufgemacht. Deshalb viel Spaß beim Video. Ciao. Ja, da war es noch nicht mit auf morgen bis wiedersehen. Das kommt irgendwann aber. Dann sagen wir das ja immer. Und ich sage auch jetzt, das war es erstmal für dieses Video. Endlich mal wieder ein Reaktionsvideo. Es gibt viele Leute, die es nicht feiern. Ich feiere es. Ich finde es gut, mal wieder die alten Videos zu gucken. Ich werde es auch weiterhin machen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Die Reihe geht weiter. Ab und an kommt dann mal ein Video. Und am Freitag wieder ein Lost Place Video, ganz normal, wie immer. Und ich sage, auf morgen bis Wiedersehen, meine Lieben. Bis dahin, macht's gut. Ciao.